Es sieht so aus, als wären wir live. Hier sind wir live jetzt. Und könnt ihr mich auch hören? Das sind immer die ersten Kriterien, die ihr erfüllt. Könnt ihr mich hören? Und wenn ja, schreibt es bitte sofort in die Kommentare. Ich würde es großartig finden, aber anscheinend läuft hier unten der Ton. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören oder ausreichend hören. Das ist die Sache. Denn ich filme heute mit meiner GoPro-Kamera. Die habe ich jetzt so umgebaut, dass ich jetzt mit der live aufzeichnen kann. Aber ja, das Mikro ist, glaube ich, das integrierte Mikro hier. Ja, Leute, also nochmal, wenn ihr mich hört, gerne bitte nochmal hinschreiben, dass ihr mich hört. Ich würde mich freuen. Das ist eine Live-Session aus der Werkstatt. Dach gesagt, ohne Glatze, wieder sauber. Ja, wir streamen heute nach dem fulminanten Tauchfolienvideo von gestern. Der Chris hat leider keine Zeit, der ist heute nicht da. Jetzt müsst ihr mit mir klarkommen. Aber wir machen was ganz Neues. Ich habe nämlich Leder gekauft. Und das Leder wird heute zu einer Tasche verarbeitet. Und ich habe Schablonen und alles drum und dran und ich freue mich tierisch. Und mal schauen, welchen Winkel wir hier nehmen, dass ich euch sehe, aber ihr mich auch seht. So könnte es gehen, oder? Dann kann ich so auf den Chat schielen, weil das Setup hier ist ziemlich kurios, schaut. Also hier ist mein Monitor, ja, hier steht mein Radler, den werde ich mit euch jetzt in der Zwischenzeit genießen. Und ich hoffe, dass ich während dem Chat auch, also während dem Livestream auch ab und zu mal den Chat bedienen kann. Seid gerade Brillenträger, jetzt sehe ich dich noch. Doch, also du schießt mich jetzt auch scharf. Sound ist okay. Ihr hört mich super, wunderbar. Und wenn ich hier hinten rede, hört ihr mich dann auch noch? Haben wir Verzerrungen? Ruckelt das Bild? Oder ist eh alles cool? Ja, egal. Ihr schreibt es bestimmt rein. Was machen wir? Wir machen heute ein Wagnis. Ich möchte seit Jahren Leder bearbeiten. Nein, alles okay, soweit. Okay, wunderbar. Und Leder ist für mich so wie Holz. Ich bin gelernter Stein- und Holzbildhauer und möchte aber weitere Naturmaterialien wie ja, nukleares Zeug zum Beispiel und so möchte ich gerne mal verarbeiten. Ebenfalls aber auch Leder. Und ich habe heute das Teil hier gekauft. Das ist ein relativ großer. Also da kann man viel draus machen. Also ich würde sagen, das ist eine ganze Kuh. Ja. Das ist Leder, das auf einer Seite schon. Ah, da sind Nadeln drin. Ja klar, weil der Preis noch dran hängt. Eieieiei. Aua. Schon verletzt. 5 Minuten gestreamt und schon verletzt. Das ist auf jeden Fall die Kuh, die ich heute bearbeiten werde. Und diese Kuh hat sage und schreibe 30 Euro gekostet. Dieses Lederstück ist schon gefärbt und aus dem werden wir heute was basteln. Und zwar habe ich versprochen, ich baue eine Tasche. Und ich möchte so eine Gürteltasche machen, die ich hier entweder daran montiere oder halt dann irgendwie mit Gürtelschlaufen an den normalen Gürtel halt hinbasteln. Und ich habe mir, weil das wahrscheinlich die meiste Arbeit ist, von den ganzen schon Schablonen vorbereitet. Und die habe ich auch alle, seht ihr die Löcher, habe ich alle schon aus Pizzakarton ausgeschnitten. Ja. Und da steht übrigens Tasty. Weiß nicht warum. Und das werden wir jetzt machen. Und ich freue mich, dass ich live mit euch sein kann. Und vielleicht sollte ich, währenddessen ich das jetzt mache, nochmal auf Instagram und auf Facebook den Leuten sagen, dass wir live sind. Das wäre natürlich werbetechnisch das Allercoolste. Mal hier das Leder befestigen. Ich möchte hier sehr sparsam umgehen damit. Und euch natürlich jetzt hier vielleicht kameratechnisch das Ganze so hinstellen. Dann seht ihr mich und ihr hört mich sogar noch. Und ihr seht, was ich arbeite, oder? Das ist doch cool. Original Elefantenrüsselleder. Na, ich habe keine Ahnung. Aber es ist dünn, es ist sehr, sehr weich. Die hatten auch sehr dickes Leder. Aber dieses dicke Leder möchte ich für was anderes machen, weil ich möchte irgendwie. Irgendwann soll das Meisterstück eine neue Schürze sein. Beziehungsweise der Chris hat ja keine Schürze. Und der neue Typ braucht unbedingt eine. Und vielleicht machen wir in den nächsten Wochen mal eine Live-Session, in der wir dem Chris eine neue Schürze machen. Das wäre mal was Cooles, oder? So, jetzt komme ich drauf. Ich habe nicht alles vorbereitet. Ich habe festgestellt, es gibt kein Vorne und kein Hinten. Die Schablone
sehen alle gleich aus. Somit ist es an und für sich nicht tragisch, wie ich die jetzt hier drauf mache. Ich möchte nur schauen, dass diese Patches hier so eng wie möglich alles beschneiden. Ich glaube mal, das ist mal ganz cool. Und dann stellt sich die Frage, ob wir mit Bleistift hier auf Leder schreiben können. Oder ob das kratzen, weil ich hätte auch so ein Ritzteil. Ritzen würde, glaube ich, gehen. Auch nicht so gut. Ich könnte es in diese... Wir drehen es um. Wir drehen es um, dadurch, dass es sowieso direkt beschnitten wird, schätze ich mal, es macht Sinn, es hier direkt drauf ran zu ritzen, weil hier müsste man es gut sehen. Ja, hier sehe ich alles, einen Punkt, sehe ich nicht, aber ich stelle gerade fest, hier hat irgendwer eine Zahl drauf geprintet. Das wäre jetzt eh blöd gewesen, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Teil von meiner neuen Tasche drauf gehabt hätte. Okay. Mit Edding würde es auch gehen, ja, aber Edding ist ja irgendwie, ist ja wie Haut, oder? Und ich schätze mal, wenn ich jetzt mit Edding drauf gehe, okay, ich könnte es auf der Rückseite machen, dann würde er wahrscheinlich breiter werden. Und ich möchte es doch so machen, dass es am Ende des Tages sauber aussieht und schön aussieht. Und ich merke auch, es ist für mich, glaube ich, furchtbar schwierig, den Chat immer im Auge zu behalten. Also solltet ihr mir jetzt irgendwas schreiben, was wichtig ist. Oh, das sieht man gut. Ihr könnt es, glaube ich, auch sehen, oder? Schneidekreide wäre optimal. Da hast du recht. Habe ich jetzt nicht bei der Hand. Ganz offensichtlich nicht. Geht sich das hier jetzt noch aus? Tja. Nein, da, boah, ich spare hier aber auf den Millimeter genau. Okay. Also das wären jetzt auch keine Louis Vuitton-Schuhe oder so, versprochen. Das wird jetzt nicht so das ultimativ sauberste Ledererzeugnis, das jemals produziert wurde. Auf das möchte ich auch gar nicht hinaus. Ich möchte ehrlich gesagt nur sehen, wie es sich anfühlt, mit diesen Materialien hier zu arbeiten. Und eigentlich sollte ich auch gleich die Löcher stechen, dass ich dann auch weiß, wo ich hier meine Löcher setze. Denn diese Tasche wird genäht, aber ihr seht den Abstand der vorgefertigten Löcher. Die wird relativ plump genäht mit einem ganz, ganz dicken Lederriemen. So. Es wird eher so eine Mittelalter-Tasche. So hätte ich mir das gedacht. So ein Lederranzen halt, ne? Und ich weiß auch schon, was ich das nächste Mal mache, wenn ich mit euch hier live gehe. Ich werde versuchen, dass wir hier Sound haben, aber lizenzfreien Sound. Also Sound, den ich auch spielen darf bei solchen Shows. Weil dann haben wir ein bisschen mehr Unterhaltung. Ne? Weil jetzt momentan muss ich die ganze Zeit reden. Brauchst Lederöl gratis? Gratis, also kostenlos brauche ich immer alles. Also ich habe Wachs für die Kanten hier. Das hätte ich. Aber ich habe auch noch kein Färbemittel für Leder. Aber deswegen habe ich auch gefärbtes Leder heute schon gekauft. Aber es gibt ja diese Färbeleder, Färbeleder mit dem Schwamm dran, mit dem man das ganze Leder dann so dunkel machen kann, wie man es möchte. Beziehungsweise kann man das auch in Bäder legen. Also ich habe da wohl etliche Stunden YouTube-Videos schon verbracht mit diesen Techniken und an und für sich ist es im Kopf drin, aber eben da in den Händen ist es noch nicht drin. Ich habe es noch nie gemacht. Schreibt ihr denn so? Die Form erinnert mich an die Schultasche von früher. Du Armer, musstest mit so einer Schultasche, da warst du ein Barberbaba früher. Gut. Ach so, ich muss hier noch die ganzen Löcher rausstanzen. Die habe ich übrigens mit einer Gürtel, so mit einem Gürtellocher gemacht. Das hat super funktioniert bei diesem Karton. So, das ist im Prinzip das Hauptteil, was wir jetzt hier
anreißen noch. Und ich habe mir gedacht, die Schablonen, die mache ich lieber vorher, weil das ist die meiste Arbeit und da muss mir eigentlich keiner zusehen, wie ich Schablonen ausschneide. Ihr werdet mir dann ja eh zuschauen müssen, wie ich das Leder schneide und Loch und Stanz und vernähe. Oh ja, es ist lustig. So, diese Löcher hier in der Mitte, ich mache euch mal ein bisschen näher hierher. Die, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, da kommen dann die Halterungen für die Gürtelschnallen hin. Also das werden dann solche Riemen, die werden so überschlagen. Und da wird dann der Gürtel durchgefädelt, wenn man die Tasche auch wirklich am Gürtel tragen möchte. Habe ich die jetzt schon gestanzt alle? Ja. Habe ich hier alle gestanzt? Ja, okay. Soweit ist sie gut. Matthias, du brauchst einen 40K, was? China-Laser. Für Schablonen und so. Oh ja, China-Laser wäre großartig. Ich habe tatsächlich einen hier im Haus. Der ist nur so klein. Das ist eigentlich kein Laser, das ist ein Gravierer. Und tatsächlich ist das größte Schundteil, das man mir jemals zur Verfügung gestellt hat. Ich habe noch nicht mal ein Video darüber gemacht, weil es eigentlich nicht funktioniert und weil ich gar keinen Bock drauf habe, mit diesem Teil zu arbeiten. Es ist ehrlich gesagt nur gefährlich, weil Laser ist einfach mal gefährlich und das Teil kostet im Einkauf, wenn ihr es selber kaufen würdet, so eine Lasergravurmaschine. Es ist kein Schneider, es ist eine Graviermaschine, ja. Der kostet knapp 90 Euro oder so. Und die guten Geräte beginnen aber so bei 500, 600. Und dann fragt man sich schon, okay, kann 90 Euro Teil denn wirklich gut sein? Ich bin der Meinung, nein. So, das ist der Verschluss, den wir hier jetzt machen. Das wird nämlich eine Lasche, die man dann durch dieses Teil hier, was ich hier jetzt gerade aufgezogen habe, wird das durchgefädelt und damit schließt man eigentlich seine Ledertasche. Das wäre so jetzt mal der Plan gewesen. Das Ganze. Da kommen auch noch zwei Schnitte rein. Ich habe sie hier schon mal markiert. Die machen wir aber später. So, jetzt kommt noch das letzte Teil, das große Teil. Und ich stelle gerade fest, ich schneide lieber die mal aus und möchte dann einen anderen Teil vom Leder nutzen, weil hier habe ich die Nummer drinnen stehen. Außer man kann die wirklich gut wegmachen. Mal Waschbenzin versuchen. Tüchlein. Vielleicht klappt es ja. Das wäre großartig, weil ich meine, die prägen das mitten hier aufs Leder drauf. Und mit Waschbenzin kann man eigentlich alles runterbekommen. Es geht runter. Die Frage ist nur, ob der Fleck jetzt bleibt. Vielleicht habe ich das eine Problem gelöst, indem ich ein anderes drauf gemacht habe. Ist mir für heute zu kritisch. Ich werde dieses Stückchen Leder hier im Auge behalten. Unter Umständen gibt es eine andere Möglichkeit, wie man das wieder runterbekommt. Der Herr Blei ist auch da. Ja, ich bin live. Der Bäcker ist auch da. Schau an. Ist der Thorsten eigentlich auch da? Ich habe noch gar nicht geguckt. Normalerweise sind immer die üblichen Verdächtigen hier, was mich sehr freut. So, Leder schneiden. Da gibt es normalerweise so eine Art Walgemesser. Die sehen aus wie diese Messer, mit denen man Gemüse walgen kann. Habe ich nicht. Aber ich habe ein Rundmesser bzw. ein Cuttermesser. Und das Cuttermesser können wir mal testen. Das macht eigentlich einen richtig sauberen Schnitt. Machen wir es mit Cutter. Sonst gäbe es noch eine andere Messermethode. Und zwar die hier, das ist ein Rollmesser. Da drückt man drauf und dann kommt das Messer raus. Und dann kann ich im Prinzip hier genauso schneiden und rollen. Aber ich sehe gerade, da muss ich voll fest drücken. Und mit dem hast du irgendwie, also ich habe damit kaum Kontrolle. Ich bin ein altes Cuttermesserkind, ganz, ganz klar. Ich mache es mit dem Cuttermesser.
So, schauen wir, ob der Thorsten da ist. Noch nicht, oder? Pizzaschneider. Ja, genau, mit Pizzaschneider. Gut. So. Kennt ihr das, wenn ihr wisst, ihr wollt jetzt anfangen, aber irgendwie habt ihr noch kein Vertrauen in das, was ihr macht? So geht es mir gerade. Spann das mal. Ja, eben. Wie gesagt, ist ein Material, mit dem ich noch nie gearbeitet habe. Ich bin maximal drauf gegangen. Aber das schiebt sich ziemlich. Okay, ich glaube, ich mache das hier grob mal. Jetzt ist euch alle der Atem stecken geblieben, gell? Ich habe es genau gehört. Ja, und dafür gibt es wahrscheinlich die Walgemesse. Aber Gott sei Dank ist das Leder nicht so extrem steif oder dick. Eher steif gesagt. Man sollte es auch noch für sich schneiden können. Und dann stellt sich die Frage, ob der Cutter nicht ab und zu geschliffen werden muss, damit er wieder gut schneidet, weil das macht sicher den Cutter stumpf. Unglaublich, deine Motivation. Servus. Robert heißt Servus, dann Ciao. Und bei uns sagt man auch Servus und dann geht man. Ja? Ey, ist unglaublich, seine Motivation. Servus. Warum? Ich möchte einfach nur was Cooles machen und ich habe jetzt mittlerweile Internet. Und zwar so gutes Internet, dass ich anscheinend einen YouTube-Livestream machen kann, wo ihr das gut seht, was ich mache. Und ihr hört mich sogar. Und es ruckelt nicht. Und Servus aus Christi. Okay, Servus Christi. Und das finde ich natürlich großartig, wenn ich mit euch hier arbeiten kann und ihr könnt mich verstehen und sehen. Und es ist einfach alles wunderschön. So. Also der Tipp mit der Kreide, mit der normalen Kreide, die man auch zum Stoff anzeichnen nimmt, ist, glaube ich, Gold wert. Und die Frage ist auch, ist es möglich, mit Schere das zu schneiden? Weil gerade diese Rundungen, mit der Schar kann man ja nach Berlin reiten, hä? Aber für die kleine Rundung geht's. Spannt ihr auch gerade, also haltet ihr auch gerade die Luft an, wenn ich sowas mache? So, Nummer eins. So. Ich mache eine Tasche, genau. Was mit Twitch, Anja? YouTube ist jetzt der erste Test. Und der Pegger ist eh gerade auch hier live im Chat. Das ist im Prinzip der Typ, der auch dafür verantwortlich war, dass meine letzten vor einem Jahr gestreamten Live-Sessions auf Twitch funktioniert haben. Und ich habe mit dem Pegger schon geschrieben, aber noch momentan keine Zeit gehabt. Wir müssen meinen Twitch-Kanal einfach wieder ordentlich auf Vordermann bringen. Und da hilft mir der Pegger. Und das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich bin schwerst motiviert, mit euch wieder ab und zu was live zu machen. Und dann können wir es ja auch so machen, dass man auf Twitch im Prinzip streamt und ich den Stream dann hier entweder 1:1 auf YouTube laufen lasse oder eben dann später auf YouTube für die anderen, die vielleicht nicht auf Twitch sind, hier dann raushaue. Das wäre der Plan. Und ich freue mich drauf. Und es ist immer noch so, als ja, kennt ihr das? Ihr seid vielleicht 25 Jahre lang ohne Auto unterwegs und auf einmal habt ihr den Führerschein und Auto und dann steht euch die Welt offen und eigentlich könnt ihr überall hinfahren, aber genauso geht es mir jetzt gerade mit dem Internet. Ich habe so viele Pläne, aber eigentlich muss ich ganz normal arbeiten und freue mich eigentlich nur, wenn ein YouTube-Video nicht 4 Stunden braucht zum Uploaden, sondern in 5 Minuten geschehen. Das ist geil. Doppelstream! Da ist ein Bäcker dran, bleib dabei. Pegger, du bist beim Essen, oder? Okay, kein Problem. Für die Oldschooler wie mich auch auf YouTube. Ja, das habe ich auch gemerkt, als ich da die ganze Zeit oder relativ viel Ende letzten Jahres auf Twitch gestreamt habe, haben sich viele YouTuber aufgeregt, dass ich hier auf YouTube nicht mehr bin. Es ist aber überhaupt schwierig, alle zu bedienen. Klar, versteht ihr mich auch, ja?
Aber ich würde sagen, Twitch ist eher etwas für die Bildbearbeitung, was ich mit euch ja gern gemacht habe. Und hier auf YouTube, das ist ja das Tentier, der langsam hier, vor allem auch mit dem Neuen, also mit dem Chris, zu einem richtig unterhaltsamen Bastelkanal. Und ich würde sagen, YouTube könnte in Zukunft wirklich verstärkt die Live-Sessions vor allem hier mit solchen Bastelprojekten sein. Mir gefällt's. Tja. Oh, ich merke gerade, ich muss voll aufpassen mit dem Cutter, dass ich mir keine Kratzer ins Leder mache. Also es ist ja, ich habe schon vorher betont, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier eine Louis Vuitton-Tasche mache. Aber, oder sagt man Louis Vuitton? Egal, aber ja. So, jetzt mache ich gleich die Schnitte hier rein. Die sollen hier sein. Und eine hier. Das ist nämlich die Laschentasche. Ne? Ui, Verzeihung. Geht's jetzt wieder? Ich habe gerade gelesen, Becker schreibt wegen dem Doppelstream. Geht das? Ich glaube schon, gell? Es ist nur schwierig, den Chat dann in beiden, auf beiden Seiten zu bedienen, glaube ich, oder? Artback, das neue Nonplusultra, genau. Es gibt sicher eine Gegend in Deutschland, wo man Vuitton sagt. Ja, garantiert. Louis Vuitton. So, das ist jetzt im Prinzip das letzte Teil, bevor wir dann noch das große zuschneiden und dann wird es schon vernietet und sollte vernäht werden. Nein, ich habe noch kein einziges Loch gestanzt, oder? Naja. Leute, ihr müsst es aushalten. Live heißt, nichts zusammengeschnitten, jeder Fehler ist drinnen. Ich habe mir heute erst einmal wehgetan, was ganz cool ist. Das ist ein guter Schnitt bisher. Und es braucht halt Geduld. Ihr könntet euch auch die Aufzeichnung ansehen und vorspulen, aber macht bei weitem nicht so viel Spaß hier. Vor allem kann ich jetzt eure Fragen beantworten. Also das Teil hier, das sieht nicht so aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Irgendwie ist das total unförmig. Jetzt ist die Frage, auf welcher Seite es nicht förmig ist. Ne? Es ist egal, was ich mache, hauptsächlich ich mache einen Livestream. Ich nehme euch nächstes Mal beim Kacken mit. Dann reden wir nochmal drüber, ob es egal ist, was ich mache. Wobei ich ja immer behaupte, beim Kacken entstehen die besten Ideen. Egal. Wir wollten eigentlich, oder ich möchte, dass dieser Livestream jugendfrei ist, deswegen wechseln wir jetzt wieder auf andere Themen. Ich habe mich noch nicht verschnitten. Der Bildhauer in mir ist immer noch ein bisschen da. Finale. So. Machen wir das große Teil noch. Und das hat irgendwie 80 Löcher, die gestanzt werden müssen. Und ich schätze mal, wir machen das dann so. Ich werde dann eure Fragen beantworten, während ich stanze, weil das ist eine Arbeit, die ist einfach nur mühselig. So, suchen wir mal eine gerade Stelle. Suchen wir bei einer Kuh eine gerade Stelle. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Okay, wir suchen keine gerade Stelle, wir versuchen eine zu finden, die möglichst eben ist. Wo ich nicht so viel wegschneiden muss. Weil, ganz ehrlich, ich arbeite da auf einem Rindvieh. Ne? Und dieses Rindvieh stand wahrscheinlich 10 Jahre lang auf einer Weide, hat Gras gefressen, Milch gegeben und hat sich von Mücken stechen lassen. Und dann kommt irgendwann mal der Typ, der sagt, ey Kuh, du nix mehr mu, du bald bläh. Ja, ab zum Schlachter. Dann kommt der Schweighofer, kauft sich so ein Teil. Und ich möchte jetzt wirklich jeden Zentimeter von dieser Kuhhaut perfekt nutzen können. Quasi voll die nachhaltige Arbeit. Das ist mir wichtig. Herr Blei, was? Sie sind da? Ah, okay, ihr schreibt miteinander. Das mit der Toilette ist dann auch Schweighofer-Art.
Kennt ihr nicht das Video, wo ich auf der Toilette sitze, die Tür aufmache und schreie, Schatz, schau, ich bin ein 3D-Drucker. Sie fand es nicht lustig, ich schon. Oh oh, Messer ist nicht mehr scharf genug. Müssen wir schleifen. Wir haben übrigens in Innsbruck oder halt hier in Tirol einen Sattler. Ich glaube, Sattler nennt man das, wenn man mit Leder arbeitet, oder Taschner. Na, Kirschner. Ein Kirschner ist das. Der heißt Lederbäder. Weil der heißt Peter. Ne? Und seine Firma nennt sich Lederbäder. Das finde ich einfach super. Und warum sagt ihr mich nicht, ich soll hier das Messer kurz mal schärfen? Na? Jetzt ist wieder scharf. Die Kirschner machen ein Fell, okay. Kirschner, was? Ihr seht, ich komme nicht mehr mit bei euren Chatgeschreibe. Aber 96 Leute schauen mir zu, wie ich hier in meinem Studio schwitze und Lederverarbeitung mache. Tja. Sieht nicht schön aus, wird's aber bald. Wir brauchen Löcher. So. Und jetzt ist das wie eine Sisyphus-Arbeit. Nein, Sisyphus heißt, man macht etwas und muss es danach nochmal machen, weil es irgendwie wie Schneeschaufeln im Winter. Ne? Es ist auf jeden Fall eine furchtbar anstrengende Arbeit, hier die ganzen Löcher jetzt reinzumachen. Ihr könntet mich hier unterhalten in der Zwischenzeit, aber da ich euch nicht höre, ist es ein bisschen kompliziert jetzt. Habe ich jetzt hier schon Loch gemacht? Ich hasse diese Frage. War ich schon in diesem Loch? Jugendfrei, Herr Schweighofer. Und die Runde noch rauf. Aber ich möchte jetzt mal ganz klar in die Runde hier fragen, stelle ich mich bisher blöd an oder sieht es eigentlich ganz vernünftig aus? Weil vielleicht ist ja auch jemand hier, der Verarbeitung top auskennt und der schlägt gerade die Hände über den Kopf zusammen oder liegt gerade am Küchentisch mit einem Herzinfarkt. Kann natürlich auch sein. Gut. Nochmal kurz checken. Wir haben das Bauchteil, das Teil, was da rundherum gehört. Dann haben wir die Tasche drüber. Riemen, Riemen. Ha, ich brauche zwei von den Riemen. Ich wusste es. Brauche ich zwei von denen? Nein. Ich brauche zwei von denen. So, wo habe ich jetzt die Schablone? Das ist jetzt eine gute Frage. Chaos, Chaos. Was beim Sondern so geht, ja, es schneit fast bei uns. Also Innsbruck ist aktuell ziemlich kalt. Also ich meine, es ist jetzt immer blöd. In der Früh ist es so kalt, dass mir der Arsch abfriert. Und untertags wird es halt immer warm. Aber eigentlich ist es ist immer so, es ist voll das Herbstwetter und ich habe momentan absolut keinen Bock rauszugehen und zu sondern. Das Sondengehen, das ist eigentlich so für schön Wetter, würde ich sagen. Aber wenn ihr hier hinten schaut, das sind so die Sachen, die ich die letzten Male, Tage und so gefunden habe. Die werden hier immer gereinigt in der Werkstatt. Und ich bin ja auch schon mit dem Chris unterwegs gewesen, also mit dem neuen Kerl. Und da haben wir eine ungarische Münze gefunden. Da waren wir richtig glücklich. Sie ist genau gar nichts wert, aber wenn man mal eine Münze aus dem Boden holt und die irgendwo am Acker lag, dann freut man sich. Ich glaube ja, oder meiner Theorie nach, hat die ein ungarischer Feldarbeiter, der uns hier ein bisschen Geld nebenbei verdient, verloren. Aber sie ist von 1700 oder 1800 irgendwas? Ne, 1700 irgendwas.
Die war richtig alt. Ja, das ist jetzt mal die Info, die ich euch die ich für euch habe, was das Sondeln angeht. Gut, letztes Teil. Und dann sind wir mit dem Zuschneiden fertig und dann geht es jetzt ans Löcher machen. Und da habe ich ja mir das Lochteil hier besorgt. Und jetzt schauen wir mal, ob das gut geht. Ja, aber wenn es beim Gürtel geht, muss es hier beim Leder auch gut gehen, oder? Boah. Okay. Ja, sensationell. Jetzt muss ich es nur noch mittig machen. Zwei Löcher haben wir schon, Leute. Es wird eine lange Nacht. Die lange Nacht des Livestreams. Im Schweighofer. So. Das Teil ist fertig, das wird verarbeitet. Aber hier sind, glaube ich, noch Kartonreste drinnen. Aha. Daran lag's. Was ich baue aus Leder eine Tasche. Und ich habe es vor, sie heute in diesem Livestream fertig zu bekommen. Was, nachdem das Leder vorbereitet ist, dann nicht mehr so aufwendig ist. Meine Theorie. Teil 2 fertig. Teil 3 ist auch schon fertig. So, dann kommen wir jetzt an die lustigen Sachen. Ich baue mir Leder-Crocs. Also ich sage es euch ja ehrlich, wenn ich lerne, wie man mit Leder verarbeitet und wenn ich auch das Nähen endlich beherrsche, weil Leder nähen ist ja richtig, das ist, glaube ich, die Meisterleistung schlechthin. Das muss man richtig können. Dann steht ja eigentlich der Lederverarbeitungskarriere des Matthias Schweighofers so gut wie nichts mehr im Weg. Ich habe schon an Corona-Masken aus Leder gedacht. Oder so Wikinger-Rüstung. Ja, wie gesagt, es gibt da viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Hey, jedes Loch, was ich hier jetzt reinstanze, stanzt sich nicht ganz durch. Und ich möchte sie aber nicht rausreißen. Ich muss sie aber rausreißen. Scheiße. Ist das Teil etwas stumpf? Das könnte auch sein. Oder ich muss irgendwas um. Hat wer einen Tipp? Hat wer einen Tipp, wie man das besser hinbekommt mit den Löchern? Ich habe keine Stanzeisen in dieser Größe. Ich habe schon geguckt. Das kleinste, was ich habe, ist dieses Loch. Und das ist irgendwie, das ist viel zu groß. Nein, ich habe noch eins. Ja, das wäre eine Spur größer. Ja, wir kriegen es hin. Zange im Loch gleich drehen. Ah, rein und hin und her würgen, oder? Warum baust du die? Warum habe ich mir gestern meinen Kopf foliert? Einfach so. Einfach, weil ich Bock habe. Einfach, weil ich heute Leder bekommen habe und glücklich bin, dass ich jetzt endlich mal Leder verarbeiten kann. Also beim Basteln brauche ich eigentlich kaum Gründe. Ich mache so viel sinnloses Zeug basteln. Andere Sachen, das würde ich nie machen. So viel, dass ich... Also eine Ledertasche ist dann schon eigentlich zweckmäßig. Vielleicht wird es ein Weihnachtsgeschenk. Für jemanden, der so höflich ist und sie dann auch wirklich trägt. Also mit dem Drehen klappt es auch. Ja. Wir werden schon hinkriegen. Seht ihr überhaupt was hier? Ich muss mir eine Stanzmaschine bauen. Es gibt ja jetzt natürlich auch die Möglichkeit, dass man es nicht mit einem sehr dicken Lederriemen hier jetzt dann näht, sondern wirklich mit solchen Wachsfäden. Solchen. Das sind gewachste Fäden. Dazu braucht man dann aber auch
dezente Nadeln. Und so böse wie die aussehen, so böse sind sie auch. Der Taler meint, ich soll ein Reststück drunter legen. Das werden wir jetzt ausprobieren. Es sind nicht mehr so extrem viele Löcher. Ein Drittel habe ich oder so. Ja, ich pulle jetzt einfach so raus. Ich habe festgestellt, ich habe vorher die Raulederseite angeritzt. Ich arbeite jetzt im Prinzip durch schöne glatte Leder durch. Da passt der Riss und der Ausriss entsteht dann eigentlich hier auf der Raulederseite und somit kein Thema. Kann man das niederbrennen? Durch ein Feuerzeug? Ich glaube, man kann diese Leder. Ach, hier steht hier sogar eins. Kann man Leder. Eigentlich auch logisch, dass Leder extrem stinkt, wenn man es anzündet, oder? Aber man könnte es, glaube ich, abbrennen. So, das Teil ist fast fertig. Nein, ich habe hier noch. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ist mein Muster? Hier die drei, genau, die fehlen noch. Warte, ich brauche dich nicht entschuldigen hier. Ich habe keinen Stress. So. Ich sag's, wie sie's. Wie ist es denn? Na, das Teil ist jetzt auch fertig. Ich mach das jetzt noch. Das sind jetzt nur ein paar Löcher. Und dann können wir mit dem hier starten. Und dann kann ich euch schon was zeigen. Ja, dann können wir hier schon ein bisschen loslegen mit dem guten Leder. Ach ja, ich wollte ein Stück Leder drunter legen und testen, ob es dann besser geht. Das wird jetzt ein Handling. Boah, voll der Obertrick. Oh, ich liebe dich. Das geht super. Ja. Im Livestream was gelernt. Oh, schau, hier das Loch ist wunderschön. Ja. So gute Fans muss man haben. Perfekt. Geiler Schmäh hier. So verstehe ich. Die Jugend forscht, sage ich nur. Oder wahrscheinlich bist du jemand, der Taschen den ganzen Tag macht und sich denkt, Alter, jetzt hau ich mal den Obertrick raus. Hey. Kann natürlich auch sein. Es ist doch in gewisser Weise eine gewisse Anstrengung für mich. Holla die Waldfee. So. Ui, einen habe ich verschissen. Naja, doch nicht. So, haben wir fast schon durch. Geil. So kommst du halt durch. Ich habe das aber auch noch nie probiert. Du hättest jetzt voll den rauslassen können von wegen. Hey, Alter, jeden Tag mache ich das. Und damals in der indischen Schuhfabrik habe ich den Kindern gezeigt, wie man Schuhe macht. Genau so. Sowas könnte man jetzt eigentlich sagen. Cool dazustehen, aber du gibst einfach zu. Du hast es nur vermutet. Was auch okay ist. Voll. So, damit hätten wir die Runde durch. Oh, da Markus sagt, wenn es so anstrengend ist, musst du einen Radler löschen. Vollkommen richtig. Cheers. Oh. Sehr gut. Dann haben wir hier drei Löcher hier und drei Löcher hier. Kriegen wir hin. Da lege ich jetzt aber nichts dazwischen hin, weil das wird so oder so knapp, dass das geht. Ja, für das wäre jetzt natürlich so ein Stanzeisen cool. Legt man einfach drauf, puff. Aber
Ich schätze mal, dass die Löcher in dieser Größe perfekt sind. Und Löcher sind überhaupt perfekt, weil Löcher, wusstet ihr das? Löcher haben die Tendenz, nicht ausreißen zu können. Weil, egal in welche Richtung ein Loch reißen sollte, es wird von der Gegenseite gehalten. War das verständlich? Nee. Und sagt mir jetzt nicht, dass ein Knopfloch einreißt, weil ein Knopfloch ist kein Loch, das ist ein Schnitt. Ja, egal. Wo ich den Schnitt her habe, oder hast du den? Den habe ich aus dem Internet, den Schnitt für diese Tasche. Und auch ein PDF mit Anleitung ist dabei. Aber es dürfte nicht so kompliziert sein. So, denn die werden... Erwähnte ich, dass es nicht so kompliziert ist? Jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Kurz mal checken, was das Netz sagt. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Meine Seele, komm. Hey Siri. Siri. Warum mag die Siri mich nicht mehr? Hey Siri. Scan mir diesen QR-Code. Das ist alles Siri. So, wir müssen die Rückseite machen. Ha, hier fehlen auch Löcher. Oh mein Gott. Wieso? Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich habe die Laschen nicht gemacht. Eieieiei, die Laschen gehören nämlich hier hin. Ich brauche zwei von den Laschen. Wie viel habe ich denn gemacht? Keine. Ich habe dafür zwei von denen gemacht. Ich bin so ein Depp. Von wegen, ich werde der Kuh nur das wegnehmen, was, ja, egal. Scheiße. Also das wird so hingemacht. Das gehört dann hier oben drauf. Aber von unten wird es rangemacht. Okay. Ja. Ich wollte nachhaltig sein und jetzt habe ich schon den ersten Verschnitt drinnen. Es tut mir leid, Leute. Ich dachte, ich mache einen auf cool. Voll lauter Quatsch. So. Und das ist die Lasche dann. Und die Tasche geht dann so zu. Das checkt ihr schon, ne? Und jetzt habe ich irgendwo meine Nieten. Die Nieten, die passen hier durch. Weil jetzt wird mal das geile Zeug wird jetzt vernietet. Hey Siri, du kannst übrigens aufhören zuzuhören jetzt. Habe ich die Nieten gekauft in der Hoffnung, dass sie, die sind fast zu knapp, weil zwei Stück Leder sind dann doch relativ dick. Hammer. Also ich brauche einen Hammer. Und da braucht man dieses Teil hier. Dann legt man die Niete genau drauf. Und dann wickst man hier einfach voll drauf. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Boah, hält Bombe. Ja, geht sich aus. Wir haben zwei Stück Leder zusammengebaut. Also es ist... Wir kommen der Sache immer näher. dann muss man
Ich muss kurz schauen, ne, dass ich nichts falsch mache. Habe ich es jetzt falsch schon gemacht? Ja. Damn it! Die Lasche gehört eigentlich... Ich bin mit der Gesamtsituation gerade nicht zufrieden. Das Teil gehört eigentlich unten hin. Aber um der Kuh den Respekt zu zeugen, sage ich jetzt einfach, ich mache so weiter wie bisher und schneide jetzt einfach nur die zwei Teile aus, weil die kommen hierher und werden dann... Ja, es ist gut. Habt ihr es gehört? Das waren die ganzen Nieten. Die habe ich jetzt gerade alle umgeworfen. Ach, herrlich. Das ist nämlich so. Die Tasche wird so dann sein. Ja, jetzt ist der Riemen halt draußen. Ist ja, oder? Ein bisschen schöner. Da ist der Thorsten! Der Thorsten! Ich habe dich schon vermisst. Ich habe schon gesagt, wo ist denn der Thorsten? Leute, sagt es ihm. Ich habe es ihm gesagt, ne? Wo ist denn der Thorsten heute? Ich habe den noch gar nicht gesehen. Nicht tragisch, Thorsten, du hast nicht so viel verpasst, außer fast eine Stunde Livestream hier. Aber immerhin, 117 Leute glauben, dass diese Livestream-Geschichte heute besser ist als Fernsehen. Was ich eigentlich sehr cool finde. So, dann machen wir hier noch die eine Lasche aus dem Reststück. Ja, ihr habt schon recht, ein Lasercutter wäre eigentlich für solche Arbeiten perfekt. Oder halt eben das richtige Messer, dieses Wiegemesser. Und ich stehe ja sowieso voll auf Werkzeug, also ich glaube, das wird die nächste Investition sein, dass ich mir irgendwo ein cooles, schön scharfes Wiegemesser kaufe. Weil da legst du es so hin, ne? Und... So, da geht jetzt nichts mehr raus. Das ist wirklich der letzte Rest. Aber aus dem geht noch einer raus. Perfekt. Vielleicht gehe ich ja in Taschenproduktion. Und das wird der Bestseller auf der Innsbrucker Fashion Week 2026. Könnte sein. Na. Leute, wenn ihr gerade diesen Livestream seht und meine Telefonnummer habt, rate ich euch, nicht anzurufen oder SMS zu schreiben, während ich hier livestreame. Das wäre total nett den anderen gegenüber. So. Letztes Bauteil. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, im Ohr, hier drinnen, hier sitzt noch ein bisschen was von der Klebefolie von gestern. Also ich krieg's nicht raus. Man hat mich übrigens zu Tode geschrubbt. Also das klingt jetzt total böse. Aber es war nicht sehr amüsant, diese Tauchfolie wieder von der Glatze runterzubekommen. Okay. Loch 1. Loch 2. Und Loch 3. Und dann haben wir nur noch drei Löcher. Und es fehlt eigentlich noch das Ganze. Egal. Eine Tasche, ja genau, eine Tasche. Ich kann auch total schwer abschätzen, wie groß die eigentlich am Ende des Tages dann ist. Also, weil das wird der Taschenboden. Ja, die wird schon. Schon hübsch, oder? So, besser hier nochmal ganz kurz schauen, bevor
Okay, die gehören jetzt verkehrt hier drauf. So, damit sie dann richtig sind, wenn sie hier so rumgelascht werden. Easy peasy. Jetzt muss ich kurz überlegen, was sehe ich dann, was sehe ich nicht. Weil die Teile hier sind auf der Seite natürlich hässlich. Und das wäre immer gut, wenn sie in der Tasche drinnen sind. Und bei den Teilen, das ist eh hinten, das ist eigentlich komplett. In Tirol sagt man, guckt wie kratscht. Also es wäre total egal, wie ich sie reinmache. Außer es ist dann unangenehm, wenn ich in die Tasche mit der Hand reinfahre. Naja, wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass es die letzte Tasche wird, die ich mache. Und somit ist das unser Prototyp und mit bestem Gewissen veredelt und verarbeitet. Ich brauche wieder Bier. Mit einem exzenter Schleifer, ja genau. Ich fand die Leute ja extrem lustig, die gestern geschrieben haben, ich soll doch die Glatze noch klar folieren. Die Klarlack nochmal auf die Glatze. Ich meine, hallo? Das tat so jetzt schon weh. Achtung, es wird laut. Vielleicht ist es auch eigentlich nur bei mir laut. Ich kann das schwer abschätzen. Ich sehe die Leute schon, die beim Livestream jetzt eingeschlafen sind. Und mit Kopfhörer auf einmal duck, duck, duck. So, die nächste Niete. Hit me, baby, one more time. Genau. Boah, das wird höchst professionell, wird das hier. Man muss sich bei solchen Sachen auch ständig einreden, dass das toll wird. Das ist wie Kuchen backen. Also, ich habe noch nicht viele Kuchen in meinem Leben gebacken, aber jeder, der gebacken wurde von mir selbst, war der Beste, den ich jemals gegessen habe. Ihr seht, worauf ich raus will, ne? Alles, was man selber macht, macht man irgendwie viel, viel. Also es schmeckt besser, es sieht besser aus, es ist toll. Und wie bringst du die Tasche in ein Composing unter? Ich mache ein Labertaschen-Composing. Oder so. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren hier. Grüße aus Aachen. Ja, Grüße aus Innsbruck zurück nach Aachen. Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer ist jetzt schon die ganze Zeit live dabei? Von Anfang bis Ende? Ich muss das für die Statistik hier wissen. Du brauchst auch noch eine Tasche, Helmut. Aki ist okay. Habt ihr nichts zu tun? Wie es meiner Kopfhaut geht, du hast eben erst eingeschalten. Mittlerweile geht es dir wieder gut. Gestern hat die ordentlich gebrannt. Wirklich, der Aktivator, das war scheiße. Erst ab Minute 35 zu spät gesehen. Ja, nicht tragisch. Dann hast du die Glocke wahrscheinlich nicht geklingelt, oder? Ja, das sieht doch schon mal. Das könnte auch ein total schräges Sexspielzeug werden. Also ich weiß es nicht genau. Ne? Ich lese gerade eure ganzen Chat-Nachrichten. Auf die Glocke kann man sich auch nicht immer verlassen. Das habe ich auch schon gehört, ja. So. Das nächste, was gemacht werden muss, ist das hier. Und ich blick's nicht durch. Ah, das wird so gemacht. Das gehört dann so durch. Na, habe ich etwa zu eng beschnitten hier. Und dann gehört es hier wieder raus.
Wer denkt sich sowas aus? Und dann wird es ganz fest. Wir machen sowas hier. Das ist nämlich dann der Pommel. Der Pommel. Der muss, eigentlich müsste der hier irgendwo befestigt werden oder so. Der dann hier durchgestockt. Ihr seht es noch. Ihr werdet es bald sehen. Der gehört also wirklich durch dieses Loch. Und das ist definitiv. Aber. What? Ja, ihr habt ja totalen Knall hier. Ich kenne mich ja gar nicht mehr aus. Sakrifix. So, jetzt müssen wir doch hier ein Loch stanzen. Jetzt finde ich mal bestimmt mein winziges Stanzeisen nicht mehr. Habe ich das wieder reingegeben? Ja, ich habe es gefunden. So, das Teil jetzt weg, dass ich das nicht zerstöre. Hier muss ich das ein bisschen größer stanzen. Ja, mit dem geht es wunderbar. So, das Teil gehört jetzt hier durch. Glaube ich nicht. Aber anscheinend schon. Okay, das ist eine interessante Geschichte. Ich muss hier alle Löcher größer machen. Das ist jetzt ein schlingtechnischer Verschluss, den ich hier machen muss. Dementsprechend blicke ich gerade noch nicht durch. So, das gehört jetzt hier wieder durch. Also es ist eine selbstsichernde Sicherung. So, dann gehört es hier wieder durch. Sieht dann so aus. Sieht komisch aus, ist aber so. Damit es jetzt hier unten durchkommt, und dann durch das eigene Ziehen daran wird es selbst gesichert. So, und jetzt ziehen wir hier dran. Tatsächlich. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ich meine, ja, ich. Aber da geht gar nichts mehr. Das ist eine schöne Idee. Ne? Ich bin begeistert. Es gefällt mir immer besser. Was war jetzt mit dem? Das war zu viel, ne? Ja, das war zu viel. So. Seit Corona wird der Bart immer länger. Ihr habt es erfasst. Dieser Bart existiert nur seit Corona. Könnt ihr euch noch erinnern an das Video, wo ich die Maße mit meinen Längenmaßen, mit Körpermaßen gemacht habe? Da habe ich, das habe ich gerade letztens noch mal mir kurz angesehen, da habe ich angefangen, mir den Bart wachsen zu lassen. Und das ist schon eine Ecke an Zeit her. Weiter geht's. Der nächste Schritt wird dann schon richtig das Vernähen sein. Und richtig, es fehlt noch das Teil hier. Und das mache ich jetzt noch, indem ich ordentlich viel Löcher stanze. Aber wir haben ja jetzt die perfekte Technik dafür. Und somit sollte kein Loch ausreißen. Es ist ja auch so, dass der Bart mittlerweile, am Anfang war es so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, jetzt werden sie alle motzen. Und irgendwann mal habe ich eh keinen Bock mehr, dann schneide ich ihn wieder ab, weil ich hatte ihn schon bis auf einer gewissen Länge mal wachsen lassen und dann war es einfach viel. Und jetzt ist auch trotz Eitelkeit geworden, auf einmal, nach sage und schreibe knapp 20 Jahren, war ich wieder zum ersten Mal beim Friseur, also eigentlich beim Barbier. Und das war so ein schönes Gefühl. Ich wurde da richtig wie ein Mensch behandelt. Denn ich habe mir vor ungefähr 10 Jahren das letzte Mal meine Kopfhaare wachsen lassen. Unter Anführungszeichen wachsen lassen. Ihr seht, da wächst ja gar nichts mehr, ne? Und als ich dann gemeint habe, jetzt habe ich eine ordentliche Länge, bin ich voll freudig
strahlend zum Friseur und habe gesagt, er soll mir doch bitte da ein bisschen Haarschnitt reinmachen, dass das cool aussieht. Und das war eine Friseuse, so eine Ursula, so eine dicke. Und ich stand da und sagte, was soll ich da machen? Und da habe ich beschlossen, nie mehr wieder lasse ich meine Haare wachsen. Das Blöde ist, ich habe mich damals gar nicht getraut zu sagen, leck mich doch am Arsch, sondern ich bin drinnen gesessen geblieben und die hat mir dann wirklich die Haare geschnitten. Aber das war eigentlich wie ja, Tropfen auf dem heißen Stein. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Schank aus meiner Haarpracht, aus meinem Haarprachtleben erzählt. Tut mir leid, es geht hier eigentlich nur um Nieten und Taschen machen. Wir haben es bald, wir haben es bald. Wir sind schon sehr weit. Ich habe mir doch wirklich vor einigen Wochen Haarwachs gekauft, Bartöl, einen eigenen Kamm. Es macht richtig Spaß, in der Früh zu sagen, ich brauche 10 Minuten länger im Bad. Warum? Ich muss die Haare machen. Ich kenne das nicht. Hey, morgen habe ich einen Muskelkater von dem Zeug zusammenzwicken hier. Naja, ich habe sowieso momentan einen Muskelkater. Ich habe einen Tresor geschenkt bekommen. Ihr habt das vielleicht auf Instagram mitbekommen. Meine Nachbarn, die einen Stock tiefer wohnen, die haben so einen richtig geilen, riesengroßen Tresor. Also der ist Fassungsvermögen. Also wir haben jetzt letztens geschätzt ungefähr 300 Kilo. So ein richtiger Klotz. Vorne mit so einem Drehrad und einem Riegel. Also wie ein richtiger Tresor. Und die sind ausgezogen. Und da haben sie gemeint, hey, den Tresor, den schenken wir dem Schweighofer. Dann müssen wir nicht runtertragen. Und jetzt haben wir wirklich fast 2 Wochen lang rum experimentiert und getüftelt, wie wir es denn schaffen, diesen Tresor, das Stockwerk zu mir hochzubringen. Enges Treppenhaus. Ein Tresor kann man jetzt auch nicht wirklich gut festhalten. Gestern haben wir es geschafft. Mit Spanngurten und langen Eisenstangen, wie eine Sänfte, haben wir ihn hochgetragen. Zu fünft waren wir. Hat super funktioniert. Wir waren alle sehr erstaunt und stolz. So. Hier geht's weiter. Okay. Eigentlich bräuchte ich eine Nadel jetzt dafür. Nein. So. Ich habe hier so ein Lederband. Und dieses Lederband dient jetzt dazu, dass wir hier jetzt nähen. Ich muss mit dem Teil hier anfangen. Und jetzt muss ich nur schauen, ob es wie es vernäht wird. Tatsache. So frisch. Oh, jetzt macht das Sinn, warum die Löcher diese Größe haben hier. So, hier mache ich das jetzt einfach mal fest, dass ich die Naht nicht aufziehe. Und jetzt muss ich einmal die Runde nähen und dann auf die andere Seite rüberkommen und dann auf der, ja. So irgendwie. Jetzt hoffe ich, dass ich die Löcher richtig gestanzt habe. Verzeihung. Okay, das geht richtig gut. Da hatte ich Angst, dass ich, wenn ich die Löcher jetzt ein bisschen kleiner habe, eben als das Lederband, dann wäre es eine Hölle. Übrigens, ich schneide mir das Lederband vorne ein bisschen spitz zu. Dann ist das ja eh wie eine Nadel. Oh, das wird geil. Die wird schön aussehen. Hoffe ich zumindest. So, ein bisschen nachziehen hier alles.
Es ist eine ganz simple Tasche. Aber ich dachte so zum Starten in diese Materie hier rein. Oh, jetzt geht es in die Kurve, jetzt bin ich gespannt. Da ist es, ist das, glaube ich, das beste Stück zum Anfangen. Irgendwie hat man am Schluss was fertig gemacht. Und immer mitdenken, es war mal eine Kuh. Und nachher ist es eine Tasche geworden. Ich finde das toll. Also, ja, besser als ein Turnschuh oder so. Und jetzt nimmt die auch Form an. Oh, das wird definitiv nicht das letzte Mal sein, dass ich mit Leder arbeite. Ich sag's euch. Das gefällt mir gut. Ich brauche dann eigentlich auch noch einen Prägestempel. So eine Art Prägestempel, den ich dann irgendwie, ich glaube, den macht man heiß bei Leder, oder? Oder schlägt man den eigentlich nur rein? Also so puh, am Schluss sein Logo noch drin oder reingeprägt hat, das wäre cool. Dazu bräuchte ich wieder eine Graviermaschine. Ja, ich sehe schon, muss ich dann doch irgendwann mal besorgen. Ich glaube, das Band ist zu kurz. Das hoffe ich jetzt zwar nicht, aber ich muss ja nochmal durch die andere Schlaufe in die andere Richtung gehen. Gut, auf der anderen Seite, das Band kann man ja in der Tasche dann zusammenknoten und verlängern. Ich glaube, das wäre jetzt auch egal. Und eigentlich braucht sie einen Namen, die Tasche, weil ich die ganze Zeit davon rede, dass es ja eigentlich eine Kuba. Jetzt werde ich sentimental hier. Also hier sieht es ja schon fast aus wie eine Tasche. Darf ich mich hinsetzen? Also ich frage euch, aber ich setze mich jetzt einfach hin. Mir tut der Rücken hier ein bisschen weh. Und dann ziehe ich euch einfach ein bisschen zu mir. So, da kann ich vielleicht auch noch den Chat lesen. Ich würde das Ding Zensi nennen. Zensi finde ich schon wieder geil. Und was ist die Tasche für eine Marke? Zensi. Ja, eben. Und das Ziel ist es, dieses Jahr vielleicht noch so gut zu sein, dass ich diese Lederschürze nachnähen kann. Also die hat aber richtig, die hat richtig tolle Nähte und so. Also das ist, also ich muss jetzt, ich bin gerade am Schauen, ob es irgendwelche Schnittmuster gibt oder ob ich diese Schürze einfach direkt 1:1 übertragen soll. Aber sich eine eigene Lederschürze für die Werkstatt machen, ich glaube, dass das A, ein gutes Video wäre und B, gar nicht so blöd, weil dann kann man sich auch Halterungen machen für, keine Ahnung, für Messer und Schieblehre und was der Teufel was. Ne? Kann man richtig kreativ werden. Leute, ich feiere das gerade voll ab, dass ihr jetzt hier mit mir so einen Livestream anschaut und währenddessen wirklich was entsteht, das am Ende des Tages wahrscheinlich sogar cool aussieht. Also ihr müsst es mir dann sagen, ob es cool ist. Ja, ich bin ja der, der sowieso glaubt, dass es mega ist. Ja? Weil ich es selbst gemacht habe. So, jetzt bin ich gespannt. Wie soll das jetzt hier gehen? Nochmal eine schlaue Handy fragen. Nochmal scannen hier. Jetzt geht es darum, wie ich hier weitermache. Ne? Einfach nur Mu soll ich sie nennen. Man muss es danach nur gut fetten, dass es nicht spröde wird. Ich habe so einen Büffelwachs. Ich glaube, mit dem macht man das. Ne? Hoffe ich zumindest. So. Achso, das wird hier einfach nur durchgeschliffen. Okay, gut. So.
So. Dann kommt das hier so rein. Ich glaube, ich habe den Bogen raus. Du bist wegen 3D-Druck da. Ja, ich glaube, einige Leute, die mich wegen den 3D-Druck-Videos verfolgen, haben das Problem, dass sie feststellen mussten, dass der Schweighofer nicht lange bei solchen Sachen bleibt. Also, es kommt bestimmt wieder was über 3D-Druck, garantiert. Aber momentan läuft alles und ich habe keine Ideen, was ich zeigen soll. Deswegen bastle ich einfach ganz normal andere Sachen. Aber es ist ein Bastelkanal hier, ist ja kein 3D-Druck-Kanal. Es ist ja eigentlich auch ein Kanal für Bildbearbeiter, weil viele von euch sind wahrscheinlich ursprünglich wegen der Bildbearbeitung hier gelandet, oder? Basteln nach innen die Vorderseite? Nee? Nee, das gehört so. Dass die Sache, die soll innen sein. Also außen. Also innen. Nee, es ist richtig. Ich habe es wirklich nochmal geguckt. Aber danke. Der Wackelbastel, der wackelt noch nicht. Der ist einfach noch nicht so weit. Das ist auch so ein Projekt, wo ich schon das eine oder andere Mal von irgendjemandem eine auf den Dackel bekommen habe. So nach dem Motto, wo ist denn das Teil jetzt? Wir wollen es endlich sehen. Ja, ich weiß. Aber er ist immer noch nicht fertig. Er ist runtergefallen und danach hatte ich keinen Bock mehr. So, kennt ihr das? Bildbearbeitung, ja, aber basteln ist auch gut. Mach einfach weiter so. Ich mach weiter so, keine Frage. Wegen der Mostly Printed CNC bist du da. Herr Blei! Ja, die steht auch schon eine Zeit lang in der Ecke rum. Mittlerweile sind wir doch wegen dem Schweighofer hier. Habt ihr mich lieb gewonnen? Das ist schön. Jetzt kommt bestimmt der eine oder andere, der sagt, na, ich bin eigentlich nur wegen dem Neuen da, wegen Chris. Wo ist er? Chris habe ich heute schon gesehen, aber Chris ist zu Hause. Kann durchaus sein, dass er den Livestream gerade verfolgt. Aber er ist ein sehr schweigsamer Typ, wisst ihr? Also es kann auch sein, dass er gar nicht schreibt, obwohl er jetzt gerade hier unter uns ist. Er ist fast ein Mythos, der Kerl. Geht sich das aus mit dem Schnürchen? Ich hasse es, wenn sie das sagen. Beim Chris habe ich das Gefühl, dass er auf eine schwere Harley gehört. Tja. Liegt vielleicht am Bart, an den Tattoos und an der Glatze. Oder an der ruhigen Ausstrahlung. So. Was der Chris auf jeden Fall gehört, ist hier in die Werkstatt rein. Weil er eine große Bereicherung für meinen Videos hier ist. Schaut mal, das wird voll die Zelda-Tasche. Wie lange geht ich? Jetzt haben wir nicht mal 2 Stunden. Eine Stunde, 13 Minuten sind wir live. Und wir haben eine Tasche fast fertig gebaut. Ich hoffe, ihr habt alle zu Hause mitgebaut. Habt die Katze gehäutet? Und habe beschlossen, hey, das machen wir jetzt gleich nach. Schatz, ich mache aus der Katze eine Tasche, okay? Was? Aber nur wegen dir. Deine Instagram-Streams waren legendär. Zufällig hatte ich ein Stück Leder da. Meine Frau, erst stand sie neben mir, jetzt liegt sie überall. Es wird hier immer knapper mit der Schnur.
Aber ihr wisst schon, dass wenn ich jetzt hier fertig bin mit der Schnur, ist dann auch die Tasche fertig. Und damit ist der Livestream dann auch so Richtung Ende hin. Also es ist, soll ich mir Zeit lassen jetzt. Es ist eigentlich eine ganz banale Arbeit hier. Am besten fand ich die Frage jetzt vorhin, warum ich das mache. Die bleibt im Kopf irgendwie. Jetzt halt was. Zu kurz nochmal. Macht langsam, ich habe noch bis 21 Uhr. Ich soll doch was mit 3D-Druck machen, ja. Starten wir noch schnell mal ein Riesenprojekt. So, ich möchte mich jetzt noch kurz konzentrieren hier. Bei den letzten Nähten, die ich hier mache, ohne Nadel. Ich fasse es nicht, ich habe das Teil selbst gebaut. Ich meine, mit Anleitung. Aber es stammt an und für sich eigentlich nur aus einer Kuh. So. Mal in Form bringen hier. Markus muss mit den Hunden raus, schnell ins Bett. Knoten würdest du an der Innenseite machen, das habe ich jetzt auch vorher. Es riecht sogar gut, ich liebe Ledergeruch. So, jetzt haben wir hier, ja, Knoten an der Innenseite. Das ist eine gute Frage, wie man den Knoten hier auf die Innenseite macht, wenn beide Bänder raussehen. Ich jetzt mal überlegen, ich glaube, ich stanze mir hier hinten noch ein Loch rein, oder? Jetzt bin ich gerade selber am Überlegen. Also ich könnte raus außen knoten, aber ich hätte eigentlich von der anderen Seite, also ich hätte nicht so einstechen sollen, sondern so, dann wären sie jetzt auf der Rückseite. Das muss ich bei der nächsten Tasche voll beachten. Beim einen Loch wieder raus. Ja, ich könnte hier bei dem Loch rein und bei dem Loch rein und drinnen das dann verknoten. Dazu sind die Löcher aber zu klein. Gut, das ist aber eigentlich kein Problem. Dann machen wir sie halt wieder größer. Das sind jetzt drei Löcher, die ich stanzen muss. Aber ja, bei solchen Sachen lieber nochmal nachdenken. Einfach ein Ende nach innen ziehen und durch das andere. Ja, genau, so in die Richtung habe ich es auch geplant. Also ich glaube, wir denken jetzt alle gleich. Gut. Nochmal nachdenken. Der hier so. So durch. Um dann so wieder reinzukommen. Und drinnen wird er verknotet. Und der kommt durch dasselbe Loch hier wieder raus. Oh ja, es ist kompliziert. Ihr merkt das ja auch, wenn ich fast nichts mehr rede. Okay, wir schaffen es. So, und jetzt muss ich durch zwei Löcher wieder zurück.
Okay, durch eine schaffe ich es. Und das zweite auch. Yes! Gute Idee. Das Einzige, was jetzt halt nicht so korrekt aussieht, ist, dass jetzt außen hier zwei Schnüre sind. Aber jetzt kann ich die innen drinnen verknoten. Und perfekt ist es. So, abschneiden. Müsste eigentlich sehr gut mit einer Zwickzange gehen. Ja. Hübsches Ding. Und der Verschluss ist so. Also, jetzt mal im Ernst. Das ist etwas, auf das ich jetzt gerade sehr stolz bin. Sie ist jetzt nicht High-End. Aber das ist es ja, das ist eigentlich komplett egal. Jetzt muss ich gucken, ob ich die hier an meinem Gürtel festmachen kann. Man fährt hier jetzt einfach durch die Laschen durch. Ja, das wäre so ein Tabakbeutel oder so, ne? Oder Telefon rein. Das sieht ein bisschen mittelalterlich aus, klar, aber irgendwie hat's was. Hände wieder raus, weil sonst vergesse ich das. Oh, ich muss jetzt ganz kurz mal auf euch anstoßen. Danke, dass ihr mir jetzt bei dieser Gürteltaschennäherei hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden seid. Haben wir gut hingekommen. Kann man stolz sein. Und jetzt brauche ich von euch noch ein paar Infos. Und zwar muss ich wissen, ob der Ton und das Bild hier jetzt gut waren. Und ob es ruckelfrei war. Aber ihr könnt mir das am besten schreiben, indem ihr einfach das Video liked. Und momentan haben wir 27 Likes. Und jetzt können wir mal schauen, von den 125 Personen, wie viele hier jetzt liken und sagen, es war cool. Also nicht der Inhalt, sondern das Video. Ich möchte einfach nur mal die Klickrate hier nach oben treiben. Nee, war gut, oder? Es funktioniert. Das Internet ist stabil. Ich weiß nicht, wie der Ton war. Der Ton läuft nämlich nicht hier über die GoPro, sondern momentan noch über das MacBook Pro. Und das ist eben das Problem. Ich habe es noch nicht geschafft, das Case der GoPro-Kamera kann ich die GoPro selber filmen? Wenn ich hier jetzt so reinfilme? Nee, sehe ich ja nur den Monitor. Ey, ich habe gerade voll einen Denkfehler gehabt. Ich habe auf jeden Fall so ein Case für die GoPro mit einem eigenen Mikro und das soll super gut sein. Aber ich habe es noch nicht hinbekommen, dass das jetzt funktioniert. Das Bild ist doof, spiegelt so arg. Ton hackt ab und so, aber kann man leben, okay. Haut auf den Look-Button. Ja, okay, gut. Ich meine, wir haben jetzt aber auch zu den härtesten Zeiten gestreamt, ja. Also wir haben zwischen 18 und 20 Uhr oder zwischen 19 und 20 Uhr jetzt hier gestreamt. Da ist es oft mit dem Internet bei mir nicht mehr so gut, aber ich habe jetzt 5G und das läuft eigentlich ganz gut. Also ich glaube mal, das war eine gute Reifeprüfung für kommende Livestreams. Und ich hoffe, dass ihr auch bei den nächsten Livestreams bei mir hier dabei sein wollt. Ich werde versuchen, diesen Stream jetzt auch bei mir in meinen normalen Videos reinzunehmen, dass ihr vielleicht, falls ihr so eine Ledertasche mal selber nachmachen wollt, seht, wie das Ganze geht. Und ich fand's cool. Und ich bedanke mich jetzt einfach nur bei euch, dass ihr dabei wart. Das nächste Mal versuchen wir vielleicht den Chris zu überreden, dass er auch mitmacht. Und dann machen wir irgendwas anderes Cooles, vielleicht auch aus Leder. Ich habe noch anderes Leder, ich habe noch braunes Leder. Aber in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Schweig Ober.
Ich habe eine Ledertasche gemacht. Head out. Ja. Ich beende jetzt diesen Stream hier und trinke mein Bierchen fertig.